Herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir möchten euch heute einmal zeigen, wie ihr das Texture Pack Rockwood Mesa installiert. Als erstes geht ihr auf diesen Link hier, den wir nachher auch noch in die Beschreibung tun. Dann ladet ihr euch das Programm runter oder die Mod, besser gesagt. Und dann haben wir hier unsere Datei. Rockwood Mesa Texture Pack 1.2.4. Wir werden immer den aktuellsten Link in die Beschreibung packen. Falls schon eine neue Version für das Rockwood Mesa draußen ist. Und ja, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, dann haben wir in unserer Datei einmal Rockwood Mesa Texture Pack 1.2.4 und Mac Patcher. Aber wir haben hier auch noch ein Install Guide auf Deutsch. Hier können wir nochmal nachlesen, wie wir das installieren sollen. Ist ganz einfach. Als erstes gehen wir auf Mac Patcher. Und wir patchen dann alle unsere Dateien, die jetzt hier schon drin sind. Wir müssen nichts dazu machen, einfach so, wie es ist, patchen. Danach gehen wir auf unseren .Minecraft-Ordner, gehen dort auf unsere Texture Packs und ja, wir fügen dann unser Mesa Rockwood ein und schon sind wir fertig. Es wird fertig installiert. Wir können auch nachschauen, ob alles geht. So. Und bei unseren Texture Packs sehen wir schon Rockwood Mesa. Gehen auf Fertig. Und wir schauen gleich mal im Spiel, wie das so aussieht. Hier haben wir einmal ein paar typische Items. Und ja. Das war's auch schon wieder zum Tutorial über Rockwood Mesa. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Society Technik Team.